So viele Gedanken, die sich kreisen, so viele offene Fragen, die ich habe. Als Antwort nur Stille, die Welt, die mir sagt, wer ich alles sein kann, oder besser gesagt, was ich alles sein sollte, wer ich sein sollte. Leistung, Selbstoptimierung als oberste Gebot, Werte, die höher gehalten werden als Gott. So viele Alternativen, aber doch keine Perspektive. Ich blicke nicht mehr durch, sehe alles durch eine verblasste Scheibe, Flüchtlingskrise, Krieg, Hungersnot. In mir innen der ganze Weltschmerz, der tobt. Gleichzeitig meine eigenen Probleme und Gedankengänge, die mich nicht loslassen wollen. Ich stehe in dieser hochexplosiven Welt wie betäubt da und frage mich, was ich schon tun kann. Ich würde am liebsten einfach davon säckeln, aber wohin sollte ich gehen? Wer bin ich schon? Ganz ehrlich, ich frage mich häufig, wer ich überhaupt bin. Ich stecke irgendwo fest zwischen Selbstmitleid und Selbstwertkrise und das ganze Vergleichen mit anderen macht es nicht besser. Mein Herz ist ein Kampfplatz, red mir ein, dass das, was andere sagen, nicht kratzt. Ich strebe trotzdem nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und bleib's mal aus. Gebe ich vieles gerade auf, sacke zusammen und stecke den Kopf ins Sand. Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man seinen ganzen Halt verliert, alles, was einem wichtig war, plötzlich nichtig wird und man im finsteren Tal irrt, ist da etwas, was einem auffällt? Wo finde ich Halt? Konsumieren, um zu investieren in Dinge, die ich nicht brauche, um zu imponieren, Meinungen von Leuten zu hören, die mich nicht interessieren. Oder bedeuten mir Meinungen von anderen nicht fast zu viel? Versuche anonym durchs Leben zu gehen, nicht aufzufallen, laufe um mit dieser Maske, baue Mauern auf, mein Herz und Stein, eine feste Masse. Wo kann ich echt sein? Die Fragen kreisen und dringen immer weiter in mich ein. Sie tun in meiner Seele weh, drück sie weg, was sie nicht mehr sehen. Mach einen Deckel auf die Sehnsucht. Wenn ich ehrlich bin, ist mein Leben eine einzige Flucht. Dass der Schmerz nicht grösser wird, rette ich mir jetzt Sucht. Wenn ich so Frieden suche, bleibt am Schluss nur ein grosser Fluch. Wo finde ich Frieden?